Entschuldigen Sie, haben Sie kurz Zeit für ein paar Fragen? Kommt drauf an, wer fragt. Ein Sohn, der seinen Vater sucht? Wie heißt du denn, mein Junge? Diego. Diego de Silva. So? Und du suchst nach deinem Vater? Du hast Glück, ich kenne ihn. Wirklich? Sie wissen, wo er gerade ist? Lass mich dir eine Geschichte über ihn erzählen. Dann sehen wir, ob du immer noch zu ihm willst. Okay. Also, es beginnt alles im Haus deiner Mutter und deines Vaters. Weißt du eigentlich, was du auf dich nimmst, wenn du ein Pirat bist, Antonio? Erstens werde ich kein Pirat, sondern Freibeuter und zweitens kann ich auch auf mich aufpassen. Antonio, du hast einen Sohn und eine Frau. Willst du uns wirklich alleine lassen? Irgendwie müssen wir doch Geld verdienen. Bei der Marine verdiene ich nicht einmal die Hälfte von dem, was ich auf dem Schiff von Rodriguez verdienen kann. Und was mache ich, wenn du stirbst, Antonio? Soll dein Sohn ohne seinen Vater aufwachsen? Wie erkläre ich ihm, dass sein Vater gestorben ist, weil er Schiffe auf See ausgeraubt hat? Ach, wir berauben nur die Reichen und Verbrecher, welche es verdient haben, Maria. Es werden keine Unschuldigen sterben. Niemals. Aber kannst du die Verantwortung dafür übernehmen, Menschen zu töten? Das gehört nun mal dazu. Und außerdem bin ich doch nur 2 Jahre weg. In der Zwischenzeit kann ich euch Geld schicken, damit ihr über die Runden kommt. Ich verspreche euch, euch wird es gut gehen, solange ich weg bin. Ach, Antonio. Ich bin deine Frau und stehe hinter dir und deiner Entscheidung. Wenn du es so willst, dann mach es so. Du bist schließlich ein erwachsener Mann. Danke, Maria. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Ich werde dich und Diego nicht enttäuschen. Ich verspreche es euch. Gut. Es ist schon spät. Lass uns schlafen gehen. Du musst morgen früh raus, wenn du es rechtzeitig zum Hafen schaffen willst. Maria, ich konnte es einfach nicht hinter mich bringen, Abschied von dir zu nehmen. Ich hoffe, du kannst dies verstehen. Ich bin zum Hafen aufgebrochen und werde noch heute in See stechen. Ich versuche dir, so oft wie möglich Briefe zukommen zu lassen, damit du weißt, dass es mir gut geht. Sag Diego auf Wiedersehen von mir, wir werden uns hoffentlich bald wiedersehen. Gezeichnet, dein Antonio. Oh, Antonio. Ja, schon gut. Ah, da ist er ja. Hast du dir die Sache auch gut überlegt, mein Freund? Noch kannst du umkehren und versuchen, deine Familie mit ehrlicher Arbeit durchzubringen. Ich war mir noch nie so sicher wie heute, Captain. Na dann, Landratte. Hilf der Crew beim Verladen unserer Fracht und wir legen ab. Hi, Captain.
Dann los, ihr Maden! Auf Gefechtsstation! Bitte, Sir, wir sind doch nur Händler. Wir haben Frau und Kinder. Bitte tun Sie uns nichts. Wir ergeben uns. Tut mir leid, aber wir machen heute keine Gefangenen. Erschießt diese Spanier und werft die Leichen über Bord. Dann plündert das Schiff und verladet alles. Im Anschluss werden wir diese Galeone versenken. Ei, Captain. Oh mein Gott, was haben wir getan? Das waren doch alles unschuldige Menschen. Ihr wusstet, dass dies ein Schiff voller Unschuldiger ist, Rodriguez, oder? Diese Männer waren nicht unschuldig. Sie rauben den Armen das alles und lassen es sich in ihren Villen in Havanna gut gehen. Diese Diebe mussten zur Rechenschaft gezogen werden. Ich stelle aber ausdrücklich klar, dass ich nur mitkomme, wenn keine Unschuldigen ihr Leben verlieren. Wir sind Piraten, Antonio. Was hast du erwartet? Dass wir auf dem Meer segeln und die Welt retten? Ich glaube, dir ist nicht bewusst, in welchen Zeiten wir leben. Wir geben und nehmen und vor allen Dingen nehmen wir. Also behauptet ihr, dass diese Männer nicht auch nur ihre Familie irgendwie versorgen wollten? Sie haben nun mal einen schlechten Zeitpunkt gewählt, diese Route zu segeln. Wir werden einen neuen Kurs einschlagen und uns in der nächsten Taverne zum Feiern über den Sieg besaufen. Dann vergisst du deine Sorgen schon wieder, Kleiner. Wir werden sehen. Wem von euch gehört diese Brig da draußen? Das ist mein Schiff! Und wer will das wissen? Dann wart ihr das also, welche das spanische Handelsschiff geplündert haben. Ja, warum? Sind wir euch zuvorgekommen? Nein, nur wurden wir ursprünglich dafür bezahlt, dieses Schiff zu begleiten und zu beschützen. Dann habt ihr aber einen ziemlich schlechten Job gemacht, Ei. Dafür müsst ihr uns jetzt entschädigen. Ich entschädige euch mit einem guten Rat. Verpisst euch aus dieser Taverne und dann kommt ihr lebend aus der ganzen Sache raus. Thank you.
Hey, du da! Wo zur Hölle sind wir hier? Wir sind in einem Gefangenenlager auf irgendeiner Insel. Ich weiß nur noch, dass mein Schiff überfallen wurde und ich jetzt hier gelandet bin. Ich glaube, wir können echt froh sein, dass wir noch leben. Mein Captain wurde getötet und ich habe keine Ahnung, was mit den anderen Crewmitgliedern passiert ist. Ich meine, aufgeschnappt zu haben, dass dies hier noch ein relativ netter Ort sein soll. Wir werden hier auf jeden Fall nicht getötet, wenn wir machen, was sie sagen. Hey ihr beiden! Raus aus dem Käfig! Mitkommen! Schneller! Komm schon! So, du auch! Trödel nicht so rum! Folgt mir doch! Ihr nehmt diese Spitzhacken und macht keinen Unfug. Dann wird euch vielleicht auch nichts passieren. Ihr werdet Steine abbauen. Ich will, dass ihr heute Abend eine gute Ladung fertig habt. Dann bekommt ihr heute auch vielleicht ein vernünftiges Abendessen. Hey, wie ist eigentlich dein Name? Namen zählen auf dieser Insel nicht. Wir sollten einfach arbeiten. Ich will heute Abend etwas im Magen haben. Okay. Ja, okay, dann arbeiten wir halt einfach. So, meine beiden Goldjungs. Was habt ihr denn für mich? Einige Wagenladungen voll Steine. Sagt mal, was habt ihr eigentlich damit vor? Die werden verkauft. In die ganze Welt. Bei den ganzen Kämpfen momentan gehen schon einmal ein paar wichtige Gebäude kaputt. Und wer schnell gute Steine liefert, bekommt auch ein paar Real. Okay, wow, ich hätte nie gedacht, dass man mit ein paar Steinen so viel Geld machen kann. Naja, viel ist es jetzt wirklich nicht, aber sagen wir, es ist eine unserer Branchen. Was macht ihr denn noch? Ich meine, außer Sklaven für euch arbeiten zu lassen? Hey, mein Freund, ich bezeichne Leute wie dich doch nicht als Sklaven, mehr als unfreiwillige Helfer. Was wir sonst noch machen, erfährst du, wenn du dich hier noch ein bisschen anstrengst. Und jetzt hopp, ihr verpasst noch das Abendessen. So, da drüben liegt eure Mahlzeit für heute. Lasst es euch schmecken. Ihr müsst morgen wieder hart arbeiten. Bitte was? Wir haben so viele Steine für so wenig Essen abgebaut. Hör ich da etwa eine Beschwerde? Ich denke, ich bin ein bisschen zu gut mit euch umgegangen. Ich dachte, ihr wisst meine Großzügigkeit zu schätzen. Aber da muss ich wohl zu anderen Maßnahmen greifen. Nun, meine Arbeiter. Schaut her, was mit Leuten passiert, die sich über meine Gastfreundschaft beschweren. Moment, Moment, Moment! Ich hab das nicht so gemeint. Ich gebe mich damit zufrieden. Bitte! Jetzt auch noch nach dem Leben betteln? Oh, ich bemitleide dich. Eine gute Heimreise. Ich hoffe, ich konnte ein kleines Exempel statuieren. Ihr wisst jetzt also, wie es hier läuft. Macht eure Arbeit und ihr könnt hier irgendwann in Frieden sterben. Es ging eine Menge Zeit ins Lande, aber ich habe lange die Arbeit gemacht, welche ich sollte. Über Rebellieren dachte ich nie wirklich nach. Ich wollte schließlich am Leben bleiben. Nach einiger Zeit merkte ich jedoch, dass es Möglichkeiten und Wege gibt, seinen Aufenthalt auf dieser Insel zu verschönern. Die Wachen waren bestechlich und die Gefangenen brauchten eine Art Anführer, der sie motiviert, ihre Arbeit zu verrichten. Also organisierte ich über 2 Jahre einen Plan, diese Insel zu verlassen und dabei möglichst viel Zerstörung anzurichten.
Ich hatte die ganze Zeit ein Ziel vor den Augen, was mir den Antrieb gab, weiterzumachen. Ich wollte meine Familie wiedersehen und dafür brauchte ich ein Schiff. Und außerdem musste ich von dieser beschissenen Insel runter. Was zur Hölle ist hier los? Arbeitet weiter! Jetzt! Da kommt einer. Schnell weg. Falls ihr wegen der Schüsse gekommen seid, keine Sorge. Meine Waffe hat sich gelöst. Alles ist okay. Wir haben es geschafft, meine Freunde. Wir können dieses Drecksloch verlassen und ein neues, besseres Leben anfangen. Segelt unter meiner Flagge und wir werden die Weltmeere von Söldnern und Piraten wie diesen befreien, welche uns auf dieser Insel als Gefangene hielten. Also, ladet alle Waren auf dieses Schiff, die ihr noch bergen könnt, und dann brennt alles nieder. Hallo, Mr. Price. Ich habe mich entschieden, das Schiff auf den Namen Hunter zu taufen. Finden Sie, der Name trifft es? Ich meine, wir sind jetzt anscheinend Piratenjäger, also denke ich schon. Sehr gut, dann steht dies also schon einmal fest. Ich habe Sie aber aus einem anderen Grund herbestellt. Sie haben die 2 Jahre auf der Insel dafür gesorgt, dass es mir und den anderen Häftlingen nicht ganz so übel geht und außerdem schlossen Sie sich direkt meiner Revolte an. Zusätzlich dazu haben sie die Wachen überredet, bei dem Plan zu helfen, also möchte ich ihnen ein Angebot machen. Und das wäre? Ich möchte, dass sie mein erster Offizier an Deck der Hunter werden. Sie haben bewiesen, dass viel in ihnen steckt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wie wäre es mit einem Ja? Ich brauche Leute wie sie. Okay, aber nur unter einer Bedingung. Hören Sie auf, mich zu siezen. Ich mag dieses Formelle nicht. Na gut, Oliver. Dann haben wir ja einen Deal. Lass uns die Gläser erheben. Ich habe noch ein paar Wege zu erledigen. Sorge dafür, dass alles verkauft wird, was verkauft werden kann, und kaufe dann Vorräte und lasse diese aufladen. Aye, Captain. Du da, mitkommen. Ja, das wäre alles.
Ja, danke. Hey Maria, wie geht es dir? Wie soll es mir gehen? Ich versuche, mich und meinen Sohn durchzubringen. Und mein Mann ist seit 2 Jahren verschwunden. Ach komm schon, ihr hattet damals mit diesem Captain Rogers oder wie der Typ heißt, dieses spanische Handelsschiff geplündert. Und er hat sich danach abgesetzt. Außerdem, wie konnte er dir noch unter die Augen treten? Er hat dir schließlich versprochen, keine Unschuldigen mehr zu töten. Das hat er wohl nicht gehalten. Ich bin mir sicher, dass er das auch nicht getan hat. Ihm ist die Situation sicher missfallen. Und wie bitte erklärst du dir dann sein Verschwinden? Ihm ist bestimmt etwas Furchtbares zugestoßen. Aber ich glaube fest daran, dass er zurückkehrt. Mach dir da mal keine Hoffnungen. Er ist sicher tot am Grund des Meeres. Kannst du so etwas nur sagen? Du widerst mich sowas von an. Und, hast du deine Wege erledigt? Ist irgendwas passiert? Ich wollte eigentlich meine Familie besuchen, aber ich kann ihn so nicht unter die Augen treten. Was heißt denn so? Du hast gerade eine komplette Insel voll Söldner erledigt und befehligst eine Mannschaft und ein Schiff? Es geht um die Vergangenheit. Ich habe Mist gebaut und muss erstmal mein Gewissen reinwaschen, bevor ich meiner Familie wieder unter die Augen treten kann. Dann ist es nicht wirklich vorteilhaft, sie sitzen zu lassen. Keine Sorge, ich werde ihnen Geld zukommen lassen. Ich brauche einfach noch ein wenig Zeit. Na gut, wenn du meinst. Und was ist unser nächstes Ziel? Na was wohl, wir kaufen uns noch mehr Feuerkraft und dann jagen wir Piraten. Ei, das machen wir.